Entschuldigen Sie bitte, ist der Chef im Haus? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin hier der Hausmeister. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, Sie sind hier im Haus, da können Sie mir Bescheid. Also gehen Sie da vorne, fragen Sie die Frau. Dankeschön, ja. Entschuldigen Sie bitte, ist der Chef im Haus? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich war in Kur, ich war auch wieder in Nachkur. Ich hatte auch gerade eine Operation hinter mir. Und Sie, wenn Sie wüssten, wenn Sie meinen Schreibtisch mal sehen würden, da würden Sie staunen. Ich will hier einen Schreibtisch nicht sehen. Ich will nur wissen, ob der Chef im Haus ist. Also das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich habe auch eine Operation. Ich habe Sie schon gesagt, ja. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Gehen Sie mal zum Fräulein Schmidt ins Zimmer. Die ist da, wenn sie nicht fort ist. Die ist vielleicht, die ist eventuell, ist die in Kur. Kann es sein? Zum Fräulein Schmidt. Ja, vielen Dank auch. Guten Morgen. Anneliese, habe ich gesagt, wenn der Mann weiter so trinkt, guck dir mal die Kinder an. Die haben schon zweimal. Die Ehe war schon fast geschieden. Und ich sage dir eins, Anneliese, wenn das so weitergeht, mit mir hat das ja auch schon probiert. Und ich sage dir eins, Anneliese, das geht nicht gut. Die Kinder sind ganz schlecht in der Schule. Entschuldigen Sie bitte, ist der Chef im Haus? Momentchen mal, Anneliese, das Rezept von dem Streuselkuchen. Ich sage dir es nach mir noch, gell? Ich habe gerade Besuch bekommen. Also ich sag Ihnen, der Chef ist nicht da. Aber heute ist doch Sprechtag. Es kann sein, dass er irgendwo spricht, aber er ist heute nicht da. Ist heute nicht da. Ach so, ja, vielen Dank. Ach, ich sehe gerade. Das habe ich gar nicht gesehen. Er ist ja doch da. Vielen Dank, ja. Gehen Sie durch. Gucken Sie mal, was auf meinem Schreibtisch liegt. Ich will ja nicht wissen, was hier am Schreibtisch. Ich gehe zum Chef rein. Okay, ich bin nämlich angemeldet. Sie sind angemeldet, dann gehen Sie einfach mal rein. Guten Morgen. Ei, der Architekt. Freut mich. Um was geht's? Um was es geht, weiß ich nicht. Sie haben mich bestellt wegen einem Schulumbau. Schulumbau, Schulumbau, Schulumbau. Da weiß ich ja, gucken Sie mal, was auf meinem Schreibtisch liegt. Ja, ich verstehe das schon. Schulumbau. Warte mal, also es ist so, es ist so. Es ist so, wir haben vor 25 Jahren Gelder beantragt, nicht? Und die sind jetzt frei geworden und die müssen, wie soll ich sagen? Verbraten werden. Spaß muss rein, verbraten werden. Ich weiß da gar keinen Bescheid. Warte mal, ich rufe mal den Sachbearbeiter, das ist unser Otto, den rufe ich jetzt mal an. Der ist, der kennt. Kann einen Moment dauern, der hört ein bisschen schwer. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Ja, ich weiß, wie es ist, ja. Ja? Otto, melde dich nicht immer mit Ja. Wenn dich mit deinem Namen. Warum? Ah, und das sage ich dir jetzt, warum? Frag doch nicht so. Hast du schon was getrunken heute? Noch nicht. Das merke ich. Das ist sowas. Was? Otto, pass mal auf, Otto, es geht um einen Schulumbau. Ich habe hier einen Architekt und der will was wissen. Da weiß ich keinen Bescheid. Otto, pass auf. Kommst du mal rüber? Ich habe hier was zu besprechen. Komm mal rüber, der Architekt ist da. Ich habe aber nicht lang. Es ist egal, ob du viel Zeit hast. Komm mal rüber. Ich komme gleich. Jetzt kommt er, kommt gleich rüber. Also, ja, ich habe ja einen Moment Zeit. Hab's einen Moment Zeit? Ja, also es ist so, es muss ins Rolle kommen. Verstehen Sie? Die Gelder haben wir, komm rein, oder? Moin. Moin, haben wir doch heute. Moin schon gesagt. Das ist der Architekt. Guten Tag. Ja, Otto, pass mal auf. Ich weiß keinen Bescheid. Otto, pass. Ich habe ja noch gar nichts gesagt. Pass mal auf, Otto. Es geht um einen Schulumbau. Chef, das steht doch alles in dem Brief von Miller drin. Da gibt der Brief her. Der liegt doch vor dir. Ach, der liegt vor. Ach, den hab ich gar nicht. Ich war ein paar Tage fort. Ich mach gerade ein bisschen Urlaubsvorbereitung, wie so ist. Ne? Und ja, hier steht, die Rettloff-Schule soll umgebaut werden. Vorrangig ist der Musikpavillon. Otto, die Schule hat doch gar kein Musikpavillon. Da weiß ich keinen Bescheid. Wer weiß es dann? Das weiß der, der den Brief geschrieben hat. Ja, da ruft den mal her. Der ist, glaube ich, in Kur. Der ist. Wie lange ist er dann noch in Kur? Da weiß ich gar nicht. Da rufe ich mal auf dem Personalbüro an. Furchtbar. Schneider? Pass mal auf, mein Mädchen, hier ist der Chef. Kommst du runter, wir feiern Geburtstag? Ich kann jetzt keinen Geburtstag feiern. Ich habe hier einen Architekt stehen. Ich erlebe mir. Thomas, bei. Anneliese, ich will ja, Anneliese, pass mal auf, Anneliese, ich habe hier einen Architekt stehen, ich will nur wissen, wie lange ist dann der Miller noch in Kur? Das weiß ich nicht, ja, wer weiß es dann? Das weiß die Anneliese. Die Anna, Anneliese, da gibt's ja, ruf sie mal an, die ist vor Kleberkäse holen.
Das ist doch nicht zu fassen, sowas. Kommst du runter, wir feiern. Ich weiß, dass ihr feiert. Ich habe hier einen Architekt stehen. Es ist voll. Ich sehe, Anneliese, kommst du? Ich komme nachher. Ich kann nur jetzt nicht. Ich habe hier einen Architekt stehen. Versteht ihr? Also pass mal auf, wir machen das anders. Otto, du nimmst die Pläne. Ich habe keine Pläne. Wo sind die Pläne? In der Pauserei. In der Pauserei. Es ist die. Boop. Ja. Karl, pass mal auf. Warum? Sag ich dir jetzt. Karl, ich brauch Pause. Ich mach gerade Frühstückspause. Ich brauch keine Frühstückspause. Karl, ich brauch keine Frühstückspause. Ich brauch Lichtpause und keine Frühstückspause. Das kann ich machen, aber heute geht's nicht. Morgen habe ich mit dem Bub in der Schule was zu tun. Immer morgen habe ich mit der Frau in der Stadt was. Nächste Woche. Karl, machst du, was du willst, so geht's nicht. So geht's nicht. Machst du, was du willst. Wenn ich will, dann mache ich es nächste Woche. Es ist ja gut. Also, wir machen das einfacher. Warte mal. Otto, pass auf. Warum? Sag ich doch erst jetzt. Du fährst, du nimmst die Pläne. Ach, mein Pläne haben wir ja gar keine. Was machen wir? Du fährst mit dem Architekt auf die Schule. Ich habe heute Mittag einen Termin beim Zahnarzt. Du hast keinen Termin beim Zahnarzt, aber du fährst. Ich habe Zahnschmerzen. Das ist doch nicht so. Mach mit. Ist egal, geh fort, ist in Ordnung, Otto. Ja, das wollte ich ja nur. Ja, also geh mal fort. Wir machen das ganz einfach. Ich rufe mal auf der Schule an. Der Hausmeister kennt sich ja auch aus. Der wird sie einführen. Und ja, ist gut, rufen Sie mal an. Ich habe auch nicht so lange Zeit. Ist okay, warte mal ab. Ja, wer ist denn dort bitte? Die Reinemacher-Frau. Geben Sie mir doch mal den Horst Kaiser. Was für ein Horst Kaiser? Den Horst, euren Hausmeister. Ach, der Horst Kaiser, der hat doch gestohlen. Der ist schon vor, der sitzt doch schon 2 Jahre. Das ist doch nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Also ich telefoniere mir die Finger wund, weil, also, das ist doch nicht zu fassen. Was soll man dann da bloß machen? Rege dich doch nicht mehr auf. Ich mache Ihnen aber einen guten Vorschlag. Ich mache ja hier immer sauber. Ich habe gehört, was die Herren alles besprochen haben. Schick es her, ich weiß über alles Bescheid. Mitgeschunkelt, Hilfe, wir ersaufen! Schön ist das Leben, wenn einem wir heben, ob jung, ob alt. In froher Runde und aus vollem Munde ein Lied erschallt. La 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 la, trinken noch 7 auf das, was wir lieben, zum Elf. Stimmung.
Draußen ist es furchtbar kalt. Ich komme direkt aus dem Wald, wo ich bei Regen, Schnee und Wind täglich meine Kräuter finde. Trotzdem meine Eltern gut betucht, habe ich die Kräuterschule besucht. Hat anfangs in der Klosterstiftung als erstes eine Pilzvergiftung. Jedoch es blieb zum guten Glück ein kleiner Schaden nur zurück. Und über Nacht der Sinkerfaxe ist dieser Schnurrbart mir gewachsen. Und heute bin ich fass mich kurz, eine diplomierte Kräuterwurz. Man kennt mich jetzt als Kräuterfrau von Bad Orbis Wetterau. Ja, mein Gebräu, das alle lieben, wird selbst bei Bertelsmann vertrieben. Und so floriert mein Kräuterhandel, mit dem jed Zipperlein ich wandel. Bei der Arme, bei der Hotmolle schlägt an mein 14 Kräutertee. Ist jemand krank und tut mich bitte, der hat noch 3 Tage ausgelitten. Weil Thymian und Rosmarin im Gegensatz zur Medizin heilen mit Kräften der Natur.
Und von Chemie gar keine Spur. Sie bringen mit geballter Kraft ins letzte Ässchen wieder Saft. Ihr seht, wo Ärzte sind perplex. Wer hilft sofort? Die Kräuterhex. Daheim in meinem Kräuterhaus, da quatscht sich meine Kundschaft aus. Ich kenne jeden Ehestreit. Der Hausfreund von der Nachbarsleit, die Bräutigamme, die Verehrer und auch im Ort die Stimmung störe. Wer eine ruhige Kugel schiebt, wer Piepshows und wer Pornos liebt, wer schwarz schafft, wer gern verreist, wer Schwarzgeld hat, der Staat bescheißt. Denn unter dem Kräuterläppchen heiß erzählt so manche, was er weiß. Lass ich das alles mal raus, da wandert das halbe Ärzte aus. Ihr seht, wo Ärzte sind perplex. Wer hilft sofort? Die Kräuterhex. Für Männer, die nicht mehr so wollen. Jeder noch müsse oder solle erfahren bei mir eine schnelle Wandlung durch meine Wurzelfrischbehandlung. Die werden gebart in Ginsengbrie. Dann gibt's gestoßene Sellerie. Ist der verdaut, dann wird massiert. Ist der verdaut, dann wird massiert, mit Bimbenelle eingeschmiert, mit Rosenöl und anderen Sachen, dann durch noch einen Striptease mache. Und wenn die Type dann entgleist, wow, vor Wollust in den Teppich speist, macht Boxspring noch und zieht Grimasse, ey, dann ist er als geheilt entlassen. Ihr seht, wo Ärzte sind perplex, wer hilft sofort? Die Kräuterhex. Am besten sind auch Zwiebelknolle. Für Leute, die schlanke werden wollen. Letzt kam zu mir eine Frau hin, 3 Zentner schwer, mit dreifach Kinn. Sie bat mich, dass ich ihr verhelfe, zu werden wieder wie eine Elfe. Und schwupf durch meinen Zwiebeltrank, da war sie 5 Tage später schlank. Die Auswirkung war nicht so gut. Die Haut war wie ihr Wellblechboot. Ein Falderock ist glatt, Geige. Das tat das Frauchen sehr errege. Ich gab ihr Sud vom Loppeblatt, damit sie wieder Hunger hat. Ich seh noch heute ihren Trauerblick. Jetzt ist sie wie zuvor so dick. Ihr seht, wo Ärzte sind perplex. Wer hilft sofort? Die Kräuterhex. Vor kurzem kam zu mir ein Scheich. Der hätte zwar alles und wär reich, nur seine Manneskraft hätte Trauer. Der ganze Harem wär schon sauer. Ich hab ihn dann gebart exakt. In harte Kuchen voll Extrakt. Nach 7 Bäder in der Bitt, da war der Heizölgangster fit. Wie eine alte Dampfmaschine. Er legt 10.000 Dollar hin. Beim Abschied sprach der Wüstenmolch. Soll Haremswach, Mist pro Erfolg. Jetzt jede Stund zu alle Sache einen Strich in den Kalender mache. Und gestern kommt per heiße Draht ein Telegramm vom Emirat. Der Scheich, der hätte in jeder Nacht 12 Striche in sein Buch gemacht. Die Haremsdamen jammern sehr. Der arme Scheich, der kann nicht mehr.
ihr seht, wo Ärzte sind perplex. Wer hilft sofort? Die Kräuterhex. Jetzt noch ein Rat und kostenlos von eurem alten Kräuter aus. Willst du, weil du schon einmal Pech, dass dir kein Mann geht an die Wäsch? Dann schmier von Tannenharz die Brie dir inne links und rechts ans Knie. Du beide fest zusammentricke, jedoch nicht nach vorne picke. Belege dann noch beide Fies mit Bimbenelle frisch gemies. Reib ein mit Knoblauchbrie die Brust, das hemmt ein bisschen schon die Lust. Zum Schluss, das gilt für alle Frauen, tut noch 50 Knoblauch kaue. Das hält gut 24 Stunden. Ein bis dort ist der gelbe Schwunde. Ihr seht, wo Ärzte sind perplex. Wer hilft sofort? Die Kräuterhex. So kann ich mit meinen Kräutersachen jedem Menschen Freude machen. Habt ihr ein Leiden, hilft nichts mehr, holt mich zu der Behandlung her. Ich heile alles, heile jeden, behebe selbst die schlimmsten Schäden. Wo Ärzte ratlos und perplex, helf ich sofort die Kräuterhex. Hello. We'll be right back.
Funkele in deinen Augen sehen. Doch geht jetzt die Lichter an, dass es heller ist. Dann, mein Schatz, kann ich erst sehen, wie wunderschön. Am Morgen der Tag erwacht, strahlend die goldne Sonne lacht, die uns das Leben erhält, geht's hinaus in die lachende Welt. Doch wenn der Tag dann zu Ende geht, Dämmerung hüllt uns ein, wenn still der Mond hoch am Himmel steht, fällt uns bestimmt auch was ein. Schunkele im Dunkeln ist so wunderschön. Da kann ich das Funkele in deinen Augen sehen. Doch gehen jetzt die Lichter an, dass es heller ist. Dann, mein Schatz, kann ich erst sehen, wie wunderschön du bist. Bist du am Abend nicht gern allein, lade dir ein paar Freunde ein. Denn wenn das Glas hell erklingt, bist du fröhlich und bist du beschwingt. Ist es auch dunkel im Abendschein, dass man fast nichts mehr sieht? Rückt eng zusammen und hängt euch ein und singt gemeinsam das Lied. Schunkele im Dunkeln ist so wunderschön. Da kann ich das Funkele in deinen Augen sehen. Doch gehen jetzt die Lichter an, dass es heller ist. Dann, mein Schatz, kann ich erst sehen, wie wunderschön du bist. Ja, Schunkele im Dunkeln ist so wunderschön. Mein Schatz, kann ich es sehen, wie wunderschön du bist.
Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Los. Hat keinen Arsch mehr in der Hust, ein Maul voll Zeh und nichts zu beißen, ein Loch im Po und nichts zu schott, nichts wird auch abgeputzt. Das Sex nicht mehr klappt, was keiner versteht, da fragen die Leute noch, wie es mir geht. Es hat mich nicht mehr interessiert, was alles auf der Welt passiert. Da habe ich mir für mein letztes Geld im Reisebüro ein Flugticket bestellt. Ich flog nach Mallorca. Auf die Insel in der Sonne und habe dort ein neues Leben begonnen. Denn ich hab auf Mallorca
hört die frohe Kunde, den Traumshop meines Lebens gefunden. Ich tue euch wirklich nicht vergackern. Ich bin jetzt Anne Mir und Striptease Girl im Oberbayern. Die Hälfte aus Bayern, aber es hier schätzt ja auch. Da drum steht geschrieben, heute keine Traum. Mein Künstlername ist Jacqueline. Mein Arbeitsplatz ist die Bar und die Bühne. Ich stehe jetzt auf Strippen und auf Männer. Bei mir sieht doch ein jeder Kenner, das ist ein Weib. Da ist was dran. Und jeder schmeißt sich an mich ran. Ungeduldig wartet ja jeder Mann auf mein etwas eigenwilliges Triptease-Programm. Mit dem Finger streiche ich mir über die Lippen. Lasse meine niedlichen Busen wippen. Öffne den BH. Schon die Stielhaare wachsen, dann werfe ich den BH lässig zur Seite. Noch hängt nicht auf Halbmast meine Oberweite. Schläge die Hände auf die Oberschenkel und mach dann da so meinen Gänkel. War so. Zeig da mal meinen geilen Po. Wenn dann noch das Höschen zu Boden fällt, die Welt. Zum Schluss wird der geile Tanga geschwenkt. Kein Mann mehr an der Heimat denkt.
optisch. Das Ausziehen zu gestalten, habe die noch nie gesehen bei ihrer Alten. Es tobt und brüllt der ganze Saal. Bravo, Jacqueline. Stripp noch mal. Morgens um 5 ist die Show dann aus. Da fliehen die letzten Gäste raus. Der Horst mit Marie, der Franz mit Dolores. Heimwärts zieht die ganze Tores. Ich muss jetzt zum Flughafen. Macht's gut, ihr Leute, denn ich hab noch einen Auftritt im Oberbayern heute. Hello! Die hat ein Beul am Ei.
Beginn. Das klärt die Polizei. Am Sonntag waren wir Triptelbach. Was haben wir da gemacht? Da waren zwar Leute beschleucht und haben Krach gemacht. Auf einmal tut ein dumpfer Schlag die Fräulein auf der Gass. Und alle Kinder singen laut, des möchten heute Spaß. Die Frau Rausche aus der Klappe Gass. Die hat ein Beul am Ei. Aua. Ob es vom Alsche, ob vom alten Kind, des gelehrt die Polizei. Die Frau Rausche aus der Klappe Gass. Die hat ein Beul am Ei. Ob es vom Rausche, ob es vom alten Kind, des klärt die Polizei. Licht in grüne Wald, da wird am Wochenende manch Fußballtor geknallt. Und ist ein Tor gefallen, dann hört man's schon am Schrei. Das muss von unserer Eintracht ein Tor gewesen sein, denn im Wald, da spielt die Eintracht. Sportverein, der möchte wie die Eintracht auch gern mal Meister sein. Doch kommt das Wochenende, geht alles in der Wand. Zum Spiel von unserer Eintracht und dann singt jung und alt. Ja, im Wald, da spielt die Eintracht. Halli, hallo, die Eintracht und still schießt. Dann verbeiß Gesicht. Lass mich in Ruhe. Auf dem Arbeitsamt haben die zu mir gesagt, ab 63 gäb's Rente. Ja und? Na, ich hab als noch keine Rente. Jetzt haben wir 77. Sag mal, was macht denn eigentlich deine Hühnerfarm? Schlecht. Ich hab mir schon dreimal neue Hühner kaufen müssen. So, warum denn? Ja, irgendwas mach ich verkehrt. Entweder ich tu die Reihe zu dicht setze oder ich pflanz die zu tief. Sag mal, was machst denn du eben beruflich? Ich hab mich beim deutschen Fernsehen als Direktor beworben. Bist du wahnsinnig? Von 10 Fernsehdirektoren sind doch 9 arbeitslos. Ja, aber entlassen wird keiner.
Sag mal, wie geht's denn eurer Oma? Ach, auf die muss ich ja so aufpassen. Gestern ist die mir doch naggisch auf die Gas gerannt. Siehste, und ich hab noch gedacht, no, die hätt ja auch mal ihr Kleid büschele können. Ich muss mit meiner Schwiegermutter auch mal zum Psychiater. So? Die hockt daheim rum und redt kein Wort. Und das willst du wegmachen lassen? Kelle Flaps, ich hab's vielleicht in den Schultern, mein Rheuma in den Schultern. Du wirst in deiner Jugend mit dem Mädchen zu flott gelebt haben. Ja, das stimmt, aber nicht mit den Schultern. Ich bin auch nicht in der Reihe. Immer wenn ich niesen muss, dann sehe ich nackige Mädchen. Und hast du dir in der Apotheke was gekauft? Freilich Niespulver. An deiner Stelle, da ging ich mal ins Krankenhaus. Na, wenn schon, dann gehe ich in ein Luxushotel und lass den Doktor kommen. Das ist billiger. Was hast denn du dies Jahr in deinem Urlaub gemacht? Ich war mit meiner Sippe in Libyen. Da hab ich meine Schwiegermutter mal gezeigt, was ein Gentleman ist. Überall hab ich ihr den Vortritt gelassen. Aber du bist doch sonst nicht so höflich zu deiner Schwiegermutter. Ja, ja, das stimmt, aber dort liegt doch noch alles voller Tellermine. Wo wart ihr denn im Urlaub? Wir sind dies Jahr auf die Kanarische Insel gefahren, weil wir uns einen Kanaillevogel kaufen wollten. Ja, bist dann du noch dicht im Zoo, an der Hauptbach im Zoogeschäft kannst du die Dinge doch kaufen. Ja, ja, aber find da mal einen Parkplatz. Du kennst du unseren Freund, den Johannes Puff? Natürlich, was ist dann mit dem? Den haben wir in Italien getroffen. Der hat sich dort umtaufen lassen. So, so, der Hannes Puff. Wie heißt er dann jetzt? Giovanni Bordello. Du Flaps. Ich geb doch dein Bub ewig Geigeunterricht. Na und, stimmt da was nicht? Ja, wie der gestern bei mir war und hat sein Geigekasten aufgemacht, da hat doch ein Maschinenpistol drin gelegen. Ich weiß, ich hab dem auch schon auf die Backe gehauen. Ich hab mit dem seine Geige in den Sparkasten gestanden. Helle, klatsch doch nicht so fest, der ganze Mief kommt dir rauf. Sag mal, stimmt es, deine Tochter wäre in einem Freudenhaus? Ja, stell dir vor, wie schön. Die hat als Kind schon so gern gelacht. Aber jetzt will sie sich scheiden lassen.
Na, da schick sie doch in das Scheidungsparadies. Was, so weit bis nach Las Vegas? Ach, woher in das neue Scheidungsparadies nach Wildbad Kreuth? Du Flaps, ich mach eben ein Silberrätsel. Transvestit, kannst du mir sagen, was das ist? Da musste mal mein Tante fragen, der weiß das. Hör mal, du fragst mich lauter so Zeug. Kannst du mir mal einen Satz bilden mit Säen und Samen? Freilich, auf Wiedersehen bei Samen! Heimspiel.
Man sieht es schon an den Klamotten. Ich komme heute als echter Schotte. Und wie man sehr gut an meiner Sprache erkennt, spreche ich sehr gut Schottisch mit hessisch Akzent. Ich spreche frei nach meinem Schnabel. Ich stelle mich vor, ich heiße McBubble. Nun ist bei euch die erste Frage. Was schütte und den Brechtsche trage. Lasst noch etwas Zeit verstreichen. Vielleicht werde ich euch ja noch zeigen. Sag mal, haben Sie das auch gelesen? Neulich, ich muss da gerade nochmal. In der Zeitung hat gestanden, in großen Linden auf der Bühne wäre ein Redner, der wäre gestorben. Doch, der ist umgefallen und war tot. Der ist verdurstet. Das könnte heute auch passieren. Ah, guck, ist das nicht toll? Ja, ist ja toll. Ach so, macht ihr hier frisches Bier, Dankeschön. Zum Wohl. Na, zum Wohl, ihr Schotte Frost. Auf alle unsere Prostata, ja. Ich war nämlich neulich in Frankfurt in einem Lokal, muss ich dir erzählen. War ich in einem Lokal gewesen, habe ich zu dem Wirt gesagt, Herr Wirt, ich hätte gern ein Bier. Hat er mir Bier gezapft, hat er gesagt, 10 Cent. Wo ich das Bier getrunken habe, gesagt, Herr Wirt, ich trinke noch ein Bier. Hat er wieder gesagt, 10 Cent. Habe ich gesagt, Herr Wirt, jetzt trinke ich einen Asbach. Hat er mir einen Asbach eingeschenkt, hat er gesagt, 5 Cent. 5 Cent. Habe ich gesagt, Herr Wett, wie machen Sie dann das? Schottenpreise. Genau. Nee, hat er gesagt. Nicht Schottenpreise. Ich bin gar nicht der Wett. Der Wett ist, ob er bei meiner Frau macht mir die Ehe kaputt, ich mache mir die Wirtschaft kaputt. Da bin ich dann gleich weiter in ein anderes Lokal. Es sitzen zwei Pfarrer in diesem Lokal, geht der eine Pfarrer auf die Herrentoilette runter, er kommt wieder hoch, da lacht das ganze Lokal. Sagt er zu seinem Kollege, sag mal, Kollege Pfarrer, warum lachen die dann alle über mich? Sagt er, ich weiß nicht, ich gehe auch mal runter auf die Herrentoilette. Der kommt wieder hoch, das ganze Lokal lacht wieder. Es geht er vor zu dem Wirt, sagt er, hören Sie mal, Herr Wirt, wir Pfarrer sind auch nur Menschen. Wir müssen auch mal unseren menschlichen Bedürfnissen nachkommen. Müssen wir Rabbelsche machen. Ja, sagt der Wettwisse, Entschuldigung, wir haben doch da unten in der Herrentoilette so nackig Mädchen an die Wand gemalt. Ach, sagt der Pfarrer, ist doch nicht so schlimm. Die hat doch ein Feigeblatt vorne drauf. Ja, sagt der Wett, genau das ist es. Immer, wenn auf der Herrentoilette einer das Feigeblatt hochhebt, geht hier im Lokal das rote Licht an. Meine Frau, ich weiß nicht, die Männer, ihr Männer kennt das ja alle, gell? Wenn die Frauen dann nachts kommen mit ihren Füßen, wenn wir im Bett liegen, gell? Dann kommen die mit ihren kalten Füßen, gell? Also, bist du mal gut drauf, kalte Füße. Pff, ja. Ach, Mäuse, ich will mir mal die Füße wärmen. Kommen die dann rüber mit ihren Füßen, gell? Habe ich meiner Frau neulich gesagt, weißt du was, Mäuse, nimm doch einfach von unserem Nachbar ein Huhn, so eine Legehenne und setz dir das auf deine Füße drauf und dann hast du nachts tolle, warme Füße. Sieh, das hat meine Frau gemacht. Legehenne, nachts auf die Füße drauf, die ganze Nacht durchgeschlafen. Nichts ist passiert. Am nächsten Morgen habe ich gesagt, Mäuse, wie war's? Sagst du, fantastisch, tolle warme Füße. Jetzt gebe ich ja zu, ich habe auch manchmal kalte Füße. Sieh, da habe ich zu meiner Frau gesagt, gib mir mal die Legehenne. In der nächsten Nacht habe ich mir die Hände drauf gesetzt. Gell? Nächsten Morgen kam meine Frau, sagte, und Klaus, wie war's? Scheiße, habe ich gesagt. Großer Mist. Warum, hat sie gesagt, warum? Dann sage ich, die Hen ist die ganze Nacht rumgewandert. Die konnte sich nicht entscheiden, ob sie sich auf die Eier oder auf die Stange setzen soll. Mama, guck, Mama, guck, Mama, guck, guck, guck. Unser Kickel hofft schon bitter auf der Gluck, Gluck, Gluck. Mama, guck.
Ich könnte ja ganz ohne Frage mein Röckchen etwas kürzer tragen. Man sagt mir nach im Allgemeinen, ich hätte wunderschöne Beine. Doch wir richten uns bescheiden meist nach den Gegebenheiten. Man muss ja nicht bis zum Erblassen gleich immer alles sehen lassen. Denn jeder weiß doch insgeheim, ein bisschen Fantasie muss sein. Doch ich will euch all zusammen nicht länger auf die Folter spannen. Ich zeig den Männern und den Knaben, was Schotte und ein Röckchen haben. Die Tasche hier. Die Tasche hier ist für den Schnaps. Und unter dem Rock, da haben wir Straps. Danke sehr. Vielen Dank. Dankeschön. Und wenn er an der Seestadt ist, versteht man nicht, da fünf
Schoppe, Äppelweiler, rettet schon der Rett. Die Schwabe, du Schwätze und trinkt ihren Mosch. Berliner haben ne Schnauze, ne Molle gibt's ein Dosch. In Köln der Luft bei Kröne und Kölsch ist da ein Bier. Bei uns da wird gebabbelt. Stop!